Ja, wir haben für euch heute ein ganz besonderes Spiel rausgesucht. Und das ist dieses hier, Blocks That Matter, oder Matter eigentlich auch genannt. Und das wollen wir euch heute zeigen. Entschuldigung dafür, dass ich ein bisschen räusper hier, aber irgendwie ist meine Stimme nicht gerade die beste. Wir starten natürlich auch direkt erstmal in die Option, um zu schauen, was denn die... Ah, okay, so springen da... Okay, müssten wir, glaube ich, schaffen. So, wir starten einfach mal rein, gehen auch in den ersten Modus und starten einfach mal die Customize Trail. So. Also Space drücken zum Springen ist eigentlich klar. Sie können auch hier uns die ganze Stage anschauen. Da oben müssen wir hin, aber es ist ganz einfach. Also wir springen daneben. Wir können hier natürlich auch ein bisschen interagieren. Oh. Also mit W können wir uns auch selber zerstören. Okay. Ja. Fung. Und schon sind wir weg. Das, was hier unten ist, diese drei Felder, das ist diese Sachen, die wir sammeln müssen. Und also, es steht hier drin, wir brauchen da vier Steine, okay. Der ist ein bisschen härter, okay. Mal gucken. Okay, wir müssen auf jeden Fall da zurück. Also wir haben jetzt ein Upgrade gesammelt. Mit dem können wir dann tatsächlich to drill. Also move faster. Ah, können wir uns durchbohren. Ah. Okay. Das ist natürlich schlau, ne? Thank you.
Wir machen den ja auch noch kaputt, weil es einfacher. Springen wir da rein und schauen uns, was jetzt passiert. Jetzt haben wir wieder was weiteres an Upgrade. Mit der E-Taste. Explode. Also können wir die Blöcke explodieren lassen. Also einer reicht mir. Nein. Gut. Nochmal. So, kann doch nicht so schwierig sein, oder? So, wir drücken Space. So. Bin ich zu blöd? Naja, gut, okay. Das war jetzt ein bisschen falsch gemacht, aber wir haben es auf jeden Fall irgendwie geschafft. So, Stage 2. Wir haben natürlich jetzt immer noch diese Sachen, die wir jetzt vorhin auch bekommen haben. Tot, wenn wir W drücken, Leute. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir sammeln den ganzen Kack hier ein. Dann haben wir ja wieder genug. So. Jetzt tun wir oder machen wir, wir gehen nochmal zurück. Hier hin. Wir müssen da oben einen Block hinsetzen. Da steht schon mal fest. Dann müssen wir da und da. So.
Nee. So, dann nochmal wieder so. So, sind schon mal dann da drauf. Jetzt müssen wir... Aber jetzt haben wir so wenig Stein. Moment. Oh, dann können wir den eigentlich auch nochmal wegnehmen. Wir kommen ja auch so da hoch. Ach, reicht schon. Ach, brauchen wir dann. Oh, schon so geschafft. Noch schöner. Also Blocks and Metal, ein bisschen ein Knobelspiel zum Denken und Überlegen. Okay. Okay. So ein bisschen knifflig jetzt. Aber wir müssen hier oben was hinsetzen. So. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Das sind böse Gegner. Wie sollst du das schaffen? Ui. Okay.
dann hier nochmal wieder runter, weil ich da jetzt einen anderen Stein mitnehmen muss. Zack, 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 komm rum da, komm rum. Dankeschön. So. Jetzt haben wir natürlich ein weiteres Gegenstand. Dann 8 Blöcke wegnehmen. Wenn wir dann in dem Editor-Modus sind. Auch eine geile, gute Sache. Da können wir zum Beispiel nicht zerstören, das heißt, wir müssen andersrum gehen. Ach nee. Ja. Wir müssen nur diese Technik mit diesen 8 Blöcken anwenden. Okay. Kannst du zum Beispiel nicht machen. Deshalb, du musst das sogar hier machen. Oder auch nicht. Ach nee. Ich hab's jetzt verstanden. Du musst da erst 8 Blöcke hinlegen, damit du dann das machen kannst, so wie es hier ist. Hat aber auch so was, ein bisschen was wie Minecraft, ne? Also die Blöcke, ne? Bloß ein bisschen 3D-Blöcke sind das. Und du musst nichts aufbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Können wir natürlich jetzt nicht rausnehmen, das heißt, wir müssen jetzt. Wir haben uns jetzt auch verspielt, haha. Aber wir kommen jetzt nicht mehr weiter. Tot. Da hast du mich gerade eingebaut. Da steht nämlich gerade fest. Dum 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 dum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, diese Menschen sind wirklich nicht gut für uns. Haben wir gerade festgestellt. Wundervoll. Guck mal, das waren die Test-Stages und jetzt sind wir hier in the full gameplay. Und das schauen wir uns jetzt erstmal an hier. Ne? Also Blocks that matter. Hier haben wir jetzt eine Kiste. Können wir auch öffnen. Das war schon mal falsch. Muss man anders machen. Nein. Das geht nicht. Wie soll man denn da hinkommen, Leute? Das stellt mich jetzt aber wirklich auf eine Frage hier, ne? So, mal gucken. Also wir müssen das hier aufsammeln. Das ist schon mal eine Sache, die wir wissen müssen. Wir müssen auch darüber. Da würde mir aber nichts bringen, oder? Nee. Also schauen wir uns mal die Stage nach oben hin an. Der ist eigentlich nichts viel Schwieriges. Da hast du 2, 4, 6, 8, die kannst du gleich einmal wegmachen. Dann kommst du da auch hoch. Aber du musst erstmal darüber kommen.
Das ist ja das Schwierige gerade hier. Will da nicht rüberkommen. Kniffliges Spiel irgendwie. Also die Demo-Stages waren noch einfach. Sagen einfach mal, spielt selber. Denn wir haben, glaube ich, jetzt genug von diesem Spiel gezeigt. Blocks That Matter. Das Spiel könnt ihr euch gerne anschauen. Gibt's zu kaufen auf Steam. Also viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Gameplay hier auf eplay-tv.de.